Nachtcafé. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Der Steinbrecher. Hallo zu Hause. Wir alle, liebe Zuschauer, danke schön, haben über diese Situation schon mal nachgedacht. Danke schön. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie in der U-Bahn sitzen und plötzlich mitkriegen, da wird jemand attackiert? Schreit. Wie würden Sie umgehen mit der Person, die 15 Jahre plus 15 Love? Sorry, wir sind ja beim Tennis nicht. Nein, nein, nein. Wir sind jetzt bei Zivilcourage. Muhammad Ali, thanks. All on planet. Your voice. Your pictures. Best of planet for courage. Im Hintergrund hörten Sie gerade die Melodie Nachtcafé. Tja. Der Stein, der gebrochen wird, sehr oft, dank Steinbrecher, Michael Steinbrecher, ein toller Kollege von Porsche. Leider verweilt Porsche nicht mehr unter uns. Warum sage ich jetzt so auf? Was macht denn der? Der wackelt da. Ist das professionell? Ist das professionell? Hat man da einen Plan, wenn er so filmt? Oder braucht er einen Psy-Rempel, dass man nachschlagen kann, warum er anders dreht? Ist das klinisch? Ist das vorklinisch? Nein, es ist nicht. Es gibt keinen Plan für die Intuition. Das ist oder es ist nicht. Entschuldigen Sie, dass ich wackel. Aber der Inhalt, der bleibt der gleiche. Ob die Kamera wackelt oder nicht. Weil der eine oder der andere meint, Win, das ist falsch ausgeleuchtet. Ja, wenn es im Gehirn falsch ausgeleuchtet ist, dann ist es ein Fehler. Ansonsten ist das völlig egal. Ob dunkel oder hell oder in der Nacht oder am Tag oder am Morgen. Wenn Zivilcourage gebraucht wird, dann spielt die Zeitrolle keine Hauptrolle. No limits, more human rights. Und Michael Steinbrecher, was der alles erleben muss, welche Schocks der hören muss, das möchte ich mal fragen, wie er das verarbeitet. Denn ich habe 15 plus, 15 love, 15 Jahre Rettungsmobbing erfahren müssen. Was wollen Sie hier mit dem Fahrrad? Sie wohnen doch gar nicht mehr hier. Halten Sie sich von den Situationen fern. Das ist doch sowieso ungewünscht. Erwünscht. Ich sage jetzt bewusst anders auf. Neid, Nachbar, guten Tag. Filmbike, No Limits, guten Tag. Warum war ich bei Tony Blair? Warum war ich bei George Bush? Warum war ich bei Nicolas Sarkozy? Warum war ich bei Stephen Harper? Warum war ich bei Monsieur Président? Präsident Prodi? Warum war ich bei Präsident Singh? Warum war ich bei Ratspräsidentin AD Dr. Angela Merkel? Weil ich im falschen Film lebe? Film lebe? Schauen Sie mal, kennen Sie diese Paragraphen hier? 238 StGB? Warum hat Frau Andrea Tietz ein offenes Ohr gehabt? Staatsanwaltschaft München 2, Pressesprecherin ehemals, jetzt Bayerische Richterbundpräsidentin. Warum Stalking wird jetzt verfolgt? Warum wird jetzt Mobbing angeklagt? Warum? Weil auch wie in der Medizin, in der Juristerei, nach, man denkt. Und eine Milliarde, sehen Sie, eine Milliarde, bringt auch den Fall Manfred G. das Leben, 13 Jahre umsonst im Gefängnis, zurück. Nein, nicht zurück. Haben Sie verstanden? Und deswegen, wenn in Amerika, weil Amerika ist auch der Globus, Schadenersatz in Millionenhöhe vielfach
gezahlt werden, dann muss es auch in Deutschland für die Täter gelten. Richtig? Ich hab recht. Zum Glück sind nicht alle Festplatten mir gestohlen worden durch einen Anwalt. Jetzt könnte ich weiterreden. Aber der Moment ist noch nicht gekommen. Herr Anwalt, ich weiß mittlerweile, was Sie können halt, auch weil Sie nicht sind aus Sachsen-Anhalt. Es ist ein Vers, aber der Vers hat's in sich. Weil es gibt einen Anwalt, der was kann halt, weil er auch nicht kommt aus Sachsen-Anhalt. Und der hat gesagt, Win, bring den Hammer auf den Amboss. Wohin? Na, man sagt doch immer, man schlägt auf den Amboss, ne? Das Verbrechen, 15 Jahre, 15 Love, im Tennis, 15 Love, 30 Love, 40 Love, Game, Set and Rights. Warum mache ich das mit Tennis? Ja, das ist eine große Passion, die wieder auflebt. Und die Verbrechen, die werden mit Hilfe dieser Kontakte begleitet und aufgeklärt. Denn ich habe nicht nur eine Erpressung hinter mir. Es gibt einen namhaften Unternehmer, der gesagt hat, Win, du musst die Klappe öffnen. Sag ich, ja klar. Der Suppenkasper isst seine Suppe nicht. Und ich halte meine Klappe nicht. Warum hat das so lange gedauert? Ja, weil man subtil einen Dachschaden nicht wahrnehmen wollte und die Ziegel 1, 2, 3, 4, 5 nicht tauschen wollte, damit es einen Wasserschaden gibt. Denn steter Tropfen hüllt den Stein. Es kann der eine oder andere Manager sagen, was redet denn der so lang rum? Ja, ich umkreise den Fall. Und es wird ein Megafall. 2008 war ich mit einem Weihnachtsmann-Shuttle, eine Idee meinerseits, auch bei Herrn Professor Senator Arthur Fischer. Und der hat gesagt, das, was Sie alles erlebt haben und was Sie machen, machen Sie bitte Kurzfilme. Das ist Wahnsinn. Ich danke. Rest of peace. Leider nicht mehr unter uns verweilend. Aber seine Sekretärin weiß, warum ich den Scheck abgelehnt hatte. Weil ich den Menschen, den Milliardär, hören wollte, spüren wollte. Wie tickt er denn? Mittlerweile habe ich schon den dritten Milliardär getroffen. Und wenn alle zusammenhelfen, dann packt dieser Anwalt ein. Dafür stehe ich wie Herr Hipp mit meinem Namen. Es gibt auch einen Topmanager von Abus. Sicher in die Zukunft. Nicht nur wo. Das möchten Sie jetzt gerne wissen. Das erfahren Sie gerne unter tvkala.gmail.com. Ich muss ja alles kontrolliert planen. The show must go on. Avery Brundage, München 72. Und ich danke Günther B. Ich danke Andreas L. Nicht Lell. Den treffe ich erst. Anderer Vorname. Ich danke I. A. Nein, das ist ein Esel, oder? Wobei, dem man auch danken muss. Vielleicht hat man Glück. I. Und dann, also den Namen darf ich ja nicht sagen, klar. Da gibt es ja wieder Repressalien. Oder frage ich mal Steinbrecher? Bitten Sie
Sie ein? Würden Sie sich das zutrauen? Ist das überhaupt vernünftig, da gleich hinzugehen und einzuschreiten? Können wir es lernen, couragiert zu handeln? Und wenn ja... Ja, das können wir. Aber ich schütze die Unternehmerin noch länger. Was denken Sie, was das wird? Weil ich rettete 14 Fälle, 12 Fremdfälle und dann Familie, Ableben, Mutter und sehr gute Bekannte mit einem Fehlurteil der Superlative. Wenn der Schimmel zur Existenznot wird. Und die Wahrheit das i-Tüpfelchen des Verbrechens wurde. Dann darf man nicht uncouragiert handeln. Packen Sie aus, wenn Sie ähnliche Fälle haben. Ich dachte, die Justiz lernt aus Mollat. Ich dachte auch, die Justiz lernte aus Mollat? Vergangenheit. Merken Sie was? Ich dachte, man lernt auch jetzt frisch, 2022, aus dem Fall Manfred G. aus Bayern. 13 Jahre umsonst im Gefängnis. Hallo Fehlurteil, guten Morgen. Das darf nicht sich zunehmend wiederholen, denn dadurch wird die Gesellschaft vernichtet. Und laut Pressesprecher eines Gerichtshofes, warte mal, muss ich ihn anrufen? Nein, ich weiß es selbst. Justiz ist für die Menschen da. Ist das so? Wenn das so wäre, wären garantiert mehr Gelder da für die Rechtsfindung, damit keine Fließbandaburteilung mehr stattfindet. Schnell, schnell, wir haben den nächsten Fall, wir haben den nächsten Fall. Aber wenn jemand einen Attest hat, weil er einem Wasserschadenprozess nicht beiwohnen kann, dann hat man gefälligst einen, wie heißt das? Antrag zuzustimmen und zum Wohle des Verletzten eine Terminverlegung zu beantragen und zu gestatten. Wann, wenn nicht vor Gericht? Wo, wenn nicht vor Gericht? Darf man auf Recht hoffen. Bossi ist leider nicht mehr unter uns. Aber Muhammad Ali war unter uns. Nelson Mandela war unter uns. Und es gab diese Menschen. Und jetzt ist einer unter uns, der heißt nicht Augstein, er ist nur ein Mensch. Er heißt Mr. Wynne Morehart. Warum soll ich Bücher, Biografien lesen? Erfolgreiche Menschen wie Professor Walter Tröger, NOK, Präsident AD, leider Rest of Peace, nicht mehr unter uns verweilend. Ich traf ihn, ich interviewte ihn und er sagte, eine tolle Sache, ich unterstütze Sie, schreiben Sie mir, wenn Sie etwas brauchen. Das kann auch der eine oder andere wohlhabende Unternehmer, noch nicht Millionär, Millionär, Milliardär. Herr Oetker, ich zähle auf Sie, ich treffe Sie. Herr Wirth, ich zähle auf Sie, ich treffe Sie. Es wird Zeit, dass wir handeln. Wie, wenn Mut gefragt ist, das ist unser Thema heute im Nachtcafé und dabei begrüßen wir zum Beispiel Olaf Böttcher. Herzlich willkommen. Ja, wenn Mut gefragt ist, bald im Nachtcafé. Guten Tag,
tvgalacom@gmail.com. More human rights, global white.